dann, wir basteln Zeit und heute sind wir mal wieder unterwegs in der Multimedia-Ecke und zwar mit wieder einer Box. Ja, dieser Box hier, ein Audio-Video-Konverter. Hat einen Input, hat einen Output. Naja, was macht das Ding? Ja, das Ding nimmt am Eingang HDMI entgegen plus eine 5 Volt Stromversorgung und bekommt auf der anderen Seite VGA, SPDIF und ein analoger Audioausgang. Das ist eine Box, die nutze ich für einen meiner Fernseher, wo HDMI kaputt ist. Das heißt also, hier kommt HDMI rein, VGA dann Richtung Fernseher und SPDIF in Richtung der Audioanlage. Und ich würde sagen, wir gucken dann einfach mal, was da drin steckt. Ist ein Alugehäuse, aber nicht ganz so schwer, also wird einfach nur ein Board sein mit ein paar ICs. Aber bestimmt mal interessant zu sehen, was da drin ist. Und wenn ich schon mal drin bin, die 5 Volt, die hätte ich gerne abgegriffen, denn ich möchte noch einen HDMI-Switcher mit drauf bauen. Habt ihr ja schon gesehen, diese Dreifach-Ausgangsdinger. Und der braucht auch 5 Volt. Ein Netzteil muss reichen. So, wir haben auf beiden Seiten ein Warranty-Siegel drauf. Dann würde ich sagen, wir machen mal jeweils notgedrungen beide ab. Wobei, gerade mal gucken. Die müssen auch runter. Und dann sollte das aber... machen wir hier den ab. Dann müsste das Ganze eigentlich sich rausziehen lassen. Also, let's void the warranty. Und, tada, da sind wir schon. Ja, ein Board einseitig bestückt. Das SPDIF festgeschmolzen, okay. Dann schauen wir mal, sogar nur ein einziger IC drauf, plus ein kleiner, das dürfte aber einfach nur die I2C-Info für VGA sein. Weniger als ich gedacht hätte. Aber gut, werfen wir mal einen Blick drauf und schauen, was hier so drin steckt. Okay, und die beiden Spulen hier oben, die haben es mal angetan. Das sieht seltsam aus. Ich meine, es wird wahrscheinlich Stromversorgung sein, aber wieso zwei? Wir kriegen hier geregelte 5 Volt rein per USB. Eine könnte ich mir noch vorstellen für 3,3 Volt, aber zwei, haben wir nur noch irgendeine 1,8 Volt oder sowas? Ja, gucken wir erstmal, geben wir mal die 5 Volt drauf. Rote Lampe geht an und jetzt müssten wir hier unsere 5 Volt sehen. Überraschung tun wir. Was sehen wir dann hier hinten? Nichts. Okay. Da ist 3,3 Volt. Ja. Und da ist eine 1,8 Volt Versorgung. Okay, also dafür ist das da. Wir haben eine 1,8er V-Core und eine 3,3 Volt V-Core. Plus dann eventuell sogar noch 5 Volt. Okay, hier haben wir im Übrigen noch ein paar Pins. 3,3 Volt. Und wahrscheinlich Datenkanäle. Das sieht mir sogar fast nach einem UART aus. Könnte irgendwas in die Richtung sein. Das heißt, man könnte, eigentlich macht es keinen Sinn. Hier muss man nichts einstellen. Das ist ja eh nur ein VGA-Ausgang hier. Und halt der Ton. Wobei es im Endeffekt wahrscheinlich eben schon erklärt wurde, weil ich hoffentlich ein Datenblatt für das Ding gefunden habe. Dann gucken wir uns mal kurz hier an, wie das Ganze aussieht, was wir da wirklich an Hardware haben. Da haben wir gerade schon in der Übersicht gesehen. Viel ist da nicht drin. Wir haben den HDMI-Port. Von da aus geht es auf ein IC. Haben die Stromversorgung, wir haben hier oben unser VGA, SPDIF, also digitaler optischer Audioausgang per Toslink heißt das dann, und eine normale 3,5 mm Buchse, also der klassische sogenannte Kopfhöreranschluss. Haben aber auch noch ein paar Sachen, die seltsam aussehen. Gehen wir mal durch. Also erstmal haben wir hier eine Bezeichnung für das ganze Ding, das ist AnyKey 1702072 Layer. AnyKey, okay, press any key to continue oder was? Konnte ich nicht wirklich was zu finden. 17027, ich schätze mal, das ist, wann das Design gemacht wurde, 2017, Februar, 7. Tag. Und two layer, also die Platine hat eine Vorder- und Rückseite, keine Layer in der Mitte dann entsprechend. Kann man tun, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt bei HDMI durchaus erwartet, dass man mit vier Layern geht, also dass man noch zwei in der Mitte hat. Einfach weil man da die Signalqualität besser beibehalten kann, aber das hier sind alles relativ kurze Strecken. Da kommt man dann auch im Zweifel mit zwei Layern hin und zwei Layer sind halt günstiger in der Herstellung.
Darunter haben wir nochmal eine 1711. Das bis wann die Platine hergestellt wurde, jedenfalls mal davon ausgehend, dass sie so relativ normale Bezeichnungen benutzen. Das ist dann 2017 und Kalenderwoche 11. Ansonsten nochmal hier eine Info, HDMI, VGA, chinesisch 3,5. Das hier wird wahrscheinlich digitales Audio, SWTF, irgendwie sowas heißen. Was haben wir noch, was interessant ist? Wir haben hier einen Programmierport oder irgendwas in die Richtung. Wir haben hier zwei Spulen und zwei ICs. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch zwei Stromversorgungen haben. 5 Volt kriegen wir rein. Geht hier über eine große Diode, also wahrscheinlich Verpolschutz. Und dann werden wir hier hinten wahrscheinlich 3,3 Volt ist mal das Mindeste. Und die zweite mal gucken, vielleicht irgendeine V-Core-Spannung. Da gibt es so 2,5, 1,2. Das sind übliche Spannungen, die man eventuell noch braucht. Ansonsten wie gesagt, ein großer Chip, der wahrscheinlich sich dann um so ziemlich alles kümmert. Und nochmal ein kleiner nebendran. Das könnte ein Speicher sein, EEPROM, um die Auflösungen per VGA zu senden oder sowas. Gehen wir doch mal näher ran. Fangen wir erstmal auf der linken Seite an. Nochmal die Stromversorgungen. Sehen wir schön hier diese 5 Pinner. Leider kann ich zumindest da nicht wirklich was erkennen an Beschriftung, aber wir können davon ausgehen, dass das irgendwelche generischen Dinge sind, die dann sich programmieren lassen, weil wenn wir hier mal daneben gucken, wir haben hier unterschiedliche Widerstände an der Stelle. Da wird man wahrscheinlich per Widerstand einfach die Spannung, die man am Ende haben will, programmieren. Ja, ansonsten, es ist definitiv ein Schaltregler, so wie es aussieht. Wir haben unseren Eingangskondensator, den Chip, die Spule und dann unsere Ausgangskapazität. Auch hier gut zu sehen, verschiedene Kondensatoren. Das hat einfach den Grund, dass je nachdem, was man für einen Kondensator einbaut, die anders reagieren bei unterschiedlichen Frequenzen. Ein Kondensator mit einer relativ hohen Kapazität kann viel Spannung oder Energie speichern. Das ist allgemein relativ hilfreich, um da die ganze Ausgangsspannung zu stabilisieren. Aber je größer die Kapazität, desto langsamer reagieren die. Das heißt, wenn wir wirklich sehr schnelle Pulse haben, und bei HDMI haben wir halt sehr schnelle Datensignale und so, dann sind die hier teilweise zu langsam. Und deswegen macht man dann teilweise größere und ein paar kleinere mit geringerer Kapazität, die dafür aber dann halt bei diesen höheren Frequenzen besser arbeiten. Gehen wir mal weiter zum Hauptchip. Das wäre dieser hier. EP94Z1E. Und glücklicherweise findet man dazu sogar noch ein bisschen was. Sehr viel außenrum halt und ein Quarz noch dabei mit 24 MHz. Wenn wir mal im Internet gucken, das ist von der Firma Semicon. Und bei der kommen wir gerade ins bisschen Full Circle, weil das hier ist definitiv ein China-Gerät. Und wo kommt der Chip her? Aus München kommt diese Firma. Okay, hätte ich so nicht erwartet. Aber wenn wir hier gucken, der EP94Z3, ich glaube, das ist ein Anzeigefehler, weil hier steht definitiv 1E. So oder so ist ein Standard HDMI-Konverter nach HDMI 1.4. Das ist so früher Full HD und so auch das, was man normalerweise nutzt. Und wenn wir hier gucken, Low Power HDMI Receiver mit VGA und Audio Output und einer MCU direkt mit drin. Das heißt also, dieses kleine Chip-Ding, was wir hier haben, das ist genau für hier diese Dinge eine spezielle ASIC. Also einfach ein Chip, der genau für hier den Anwendungsfall entwickelt wurde. Der ist genau dafür da, HDMI entgegenzunehmen, VGA auszugeben, Sound auszugeben und hat noch einen kleinen Mikrocontroller drin. Das heißt also, ja, deswegen wahrscheinlich die Programmierpads. Kann also noch ein bisschen was da einstellen. Eventuell halt sowas wie, welche VGA-Auflösungen soll er denn so ausgeben oder sowas. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Akzeptiert wie gesagt HDMI und MHL. MHL, das ist so eine HDMI-Unterart, glaube ich, die früher bei Handys benutzt wurde, um Bild vom Handy auszugeben. Interessanterweise unterstützt dieser Chip auch die HDCP-Decryption. Das heißt also, der macht anscheinend den Kopierschutz von HDMI weg. Das klingt jetzt nur mäßig gut für Leute, die meinen, dass Kopierschutz beibehalten werden soll, weil ja, wenn das Ding decrypted ist, hat man halt die bösen geschützten Daten da liegen. Okay.
Ansonsten 165 MHz Pixelrate, das heißt ja anscheinend 1080p kann das Ding ausgeben. Audio, 8 Kanal, AIS, SPDIF und DSD. SPDIF haben wir ja gesehen, da ist ein optischer Ausgang, das ist unsere digitale. Und IIS oder I2S, das ist ein digitaler Audiokanal, damit kann man ja diverse Sachen befeuern, zum Beispiel Umwandler in analog. Und DSD habe ich so jetzt in ehrlich gesagt noch nicht wirklich gesehen, dass das genutzt wird, ist auch irgendein digitaler Audioübertragungsstandard. Na. Ansonsten, was auch noch interessant ist, wenn wir unten weiter gucken, Integrated On-Chip Edit Memory. Edit, das sind diese Display Identification Data, also das, welche Auflösungen unterstützen wir und so. Das heißt, der Chip kann direkt dem HDMI-Gerät, was man anschließt, sagen, hier, pass mal auf, ich kann bis 1080p oder so, sodass dann zum Beispiel, was auch immer ihr anklemmt, da euer Blu-ray-Player, eure Spielekonsole oder was auch immer nicht versucht, 4K auszugeben. Das hilft da eventuell. Ja, auch hier nochmal, hallo, wir haben alles zum Entschlüsseln direkt mit dabei, wie es aussieht. Okay. Und hier unten haben wir auch unsere Lösung von eben. 3,3 Volt und 1,8 Volt Power Required. Das werden dann unsere beiden Stromversorgungen sein. 3,3 und 1,8 Volt dann. Okay. Ansonsten, es gibt leider kein Datenblatt oder irgendwas. Da müsste man die Firma dann mal anschreiben. Aber ich denke, wir wissen relativ gut jetzt, was das Ding hier tut. Wir wissen aber auch, was das Ding nicht tut. Und da kommen wir dann zu dem Kollegen hier oben. Dieser kleine Chip noch. Da hatte ich ja gesagt, ich vermute eigentlich, dass das Ding Speicher ist für diese Display-Daten. Aber wir haben ja eben gelernt, Edit-Daten hat der hier eigentlich intern. Was der hier aber nicht intern hat, das ist irgendwas für analoges Audio. Wir können nur SPDIF, I2S und dieses DD irgendwas. Aber wir haben ja auch noch eine Kopfhörerbuchse. Und ja, das ist wahrscheinlich dann das, was wir hier haben. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt sehr, weil, wenn wir mal gucken, wo das hier ist, das ist in der Nähe vom VGA. Aber die Audiobuchse ist genau auf der anderen Seite von der Platine. Es macht in meinen Augen nur so mäßig Sinn, weil dann musste man mit dem analogen Audiosignal hier über die halbe Platine gehen, was halt doch anfällig sein kann für Störungen. Aber ja, wenn wir hier mal gucken, hier geht definitiv auch ein Trace weg. Das geht hier oben rüber und verschwindet unter VGA. Also könnte durchaus sein, dass das Audio ist. Und die Nummer, die da drauf ist, dieses 344C, konnte ich jetzt nicht genau finden. Unten drunter wieder 2017, vierte Woche, das Herstelldatum. 344C, wie gesagt, nicht gefunden, aber es gibt von Cirrus Logic ein CS4344 und das ist auch so etwas, was man relativ schnell findet, wenn man nach den Zahlen sucht. Und das ist ein 192 kHz Stereo Audio DAC, also ein Digital auf Analog Konverter. Und das ist ja genau das, wo ich gerade gesagt habe, das fehlt uns noch, würde also genau passen. Ideal für Value Line Entertainment Products, also speziell für Multimedia-Zeugs, was Value Line ist, also möglichst auf günstigem Preis getrimmt ist. Und ich denke, da können wir hier von ausgehen. Wenn wir mal ein bisschen drüber gucken, man braucht eine 3,3 Volt oder 5 Volt Power Supply, haben wir beides da. Wir haben ein bisschen Filtermagie und haben irgendwo 10-Pin TESOP, ist glaube ich ein 10-Pin gewesen, oder? 2, 4, 5, jo, 5 Stück pro Seite. 10 Pin. Und auch wenn wir hier mal gucken, wir haben hier unser serielles Audio, was wir reingeben. Das wird dann entsprechend aufgesplittet in linker und rechter Kanal, ein bisschen Filterung gemacht und am Ende haben wir linken und rechten Kanal, also Stereo, wie wir das für so eine Kopfhörerbuchse üblicherweise brauchen. Serial Audio Input, wenn wir ein bisschen runter scrollen, wo stand's hier? Which includes I2S, also anders geschrieben IIS, und das ist ja auch etwas, was wir entsprechend da von unserem Converter-Chip ausgegeben bekommen. Also ich denke, wir wissen jetzt relativ gut, wie das Ding hier funktioniert. Wir haben eine Stromversorgung, polaritätsgeschützt, die dann von 5 Volt runter geht auf 3,3 Volt und 1,8 Volt war es, glaube ich. Haben zwei Chips, die hier in dem Fall mit 3,3 Volt und 1,8 Volt versorgt werden. Hier oben wahrscheinlich dann mit 3,3 Volt. HDMI-Signal kommt rein. Gibt keine Protection, wenn wir hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, gucken, die Protection ICs sind nicht bestückt. Das heißt also, ja, der ESD-Schutz ist eventuell nicht der tollste. Anyway, Signal kommt rein, wird hier von dem umgewandelt auf VGA. VGA geht direkt raus. Außerdem hat der einen
SPDIF-Kanal, der geht auf einen optischen Sender für Toslink SPDIF. Und last but not least gibt er ja auch ein I2S aus. Nochmal ein Audiosignal, das geht dann hier über die Traces hier oben zu dem Chip. Der verwandelt dieses digitale Signal in analoges und befeuert hier unsere Kopfhörerbuchse. Oh. Tja, viel drin ist nicht, aber halt, wie wir gehört haben, ein ganz nützliches Ding. In meinem Fall, um halt einen Fernseher am Laufen zu halten, der eigentlich ja, nicht mehr einsatzfähig ist, einfach weil HDMI kaputt ist. Aber dadurch, dass ich jetzt hier das Ding habe, kann ich es erstmal noch weiter benutzen. Wie gesagt, ich kümmere mich jetzt hier noch darum, die 5 Volt mal abzugreifen, so dass ich da den Switcher, den ich hier schon vorbereitet habe, dann auch direkt mit versorgen kann. Dann habe ich nur noch ein Netzteil. Und ja. Na gut, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert, wenn ich den einstecke oder ob alles in die Luft fliegt. Okay, hier geht eine Lampe an, bei dem nicht. Ich gehe davon aus, dass einfach nichts angeht, weil kein HDMI-Eingang angeschlossen ist, aber das Ding selber Strom hat. Aber sicher ist sicher. Messen wir gerade nochmal nach. Yeah, okay, passt alles. Sind 3,3 Volt, die hier rauskommen. Und damit sollte dann auch der versorgt sein. Das heißt, ich habe jetzt alle meine Systeme an einem einzigen Kabel. Hooray! Tja, nicht ganz so spannend, wie ich gehofft hatte. Es ist einfach nur ein einziger IC und den hat man eingekauft. Ein bisschen was drumherum gebaut mit Spannungsreglern und den beiden Ports für einen Ausgang. Und ja, das war's. Es ist halt etwas, was genau für diesen einen einzigen Zweck hier wohl entwickelt ist. Und ja, danach zu urteilen, dass ich halt ein Fernsehbild sehe und meine HDMI-Geräte jetzt trotzdem nutzen kann, würde ich sagen, dass er offensichtlich auch, wenn es so einfach ist, das tut, was er soll.